Ich hatte so ein Craving. Ich so, boah, ich will Zeit mit meinem Gott verbringen. Ich sitze am Schreibtisch und bin komplett am Verzweifeln. Und dann ruft Alex mich an. Dann sagt sie, bist du zu Hause? Und ich so, ja. Und die so, gut, und klingelt. Und here she is. Wieder unter den Lebenden nach der Bronchitis. Und Alex hat sich so als Neujahrs-Challenge gesetzt, one pick a day. Und jetzt läuft sie wie so eine Bekloppte mit der Kamera umher. Aber nicht jeden Tag. Ich bin dafür schon ziemlich erfolgreich. Ja. Naja, und wir schnacken jetzt hier. Und ich habe gefragt, ob ich ihr pick a day sein darf. Jetzt bin ich richtig aufgeregt. Leute, wünscht mir Glück. Wir machen jetzt das Day, das pick of the day. Gestern... Ja, ist das hier passiert und jetzt werden sich jetzt die Leute denken, was geht ab? Aber Übung macht den Meister. Wir haben gestern geübt, uns gegenseitig Vigos zu legen, also Venenverweilkanülen. Und das geht bei Ärzten, die es irgendwie schon 12.000 Mal gemacht haben, halt super, super easy. Das kommt natürlich immer auf die Venen an, aber für uns ist es halt richtig schwer. Ich habe auch meine ersten beiden Male nicht getroffen sozusagen, beim dritten Mal lief es dann richtig gut. Genau, es ist bei mir passiert, also die Vene ist geplatzt oder ist durchgestochen und dementsprechend habe ich jetzt halt so ein riesen Hämatom. Ist aber nicht so dramatisch, also es sollte wieder weggehen, ne? Jetzt ist halt auch schon 7:45 und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mir Frühstück mache oder ob ich jetzt noch Bibel lese. Und ich habe gestern so, ich hatte so ein Craving. Ich so, boah, ich will Zeit mit meinem Gott verbringen. Deswegen werde ich jetzt nicht essen, weil ich mich so darauf gefreut habe und ich mache das jetzt. Wer zerknittert aufsteht, hat den Tag über die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Ne? Ich bin ja ein bisschen so in dieser Routine drin, von wegen, okay, morgens immer kurz meine Zeit mit Gott haben. Und tatsächlich habe ich so eine Bible-Lettering-Bibel. Da kommt auch demnächst ein Wir-Video zu. Und ich versuche mich da jetzt einfach dran. Also ich bin nicht künstlerisch begabt, was Zeichnen und so angeht. Aber irgendwie macht mir das voll Freude und ich kann mich da voll gut auf den Text nochmal konzentrieren. Genau, ich lese gerade den Epheserbrief nochmal und ich finde es halt echt krass, was eine andere Übersetzung macht. Weil ich habe echt seit der 5. Klasse so eine Einheitsübersetzung oder gute Nachricht, gute Hoffnung für alle, genau. Und ich lese die halt schon seit, ich konnte es errechnen, seit wie vielen Jahren. Und jetzt mal so eine neue Übersetzung bringt nochmal einen neuen Blick auf viele Dinge. Und das finde ich irgendwie voll schön. Ich habe mir gerade spontan ein Zugticket nach Hause gekauft für gleich. Ich denke immer so, Alter, ist das eine Zeitverschwendung zu fahren. Aber andererseits bin ich auch nicht so produktiv, dass ich diese 3 Stunden jetzt wirklich nicht opfern könnte. Oder 4. Hoffentlich. Hallo. Ich bin am Bahnhof und sehe aus wie so eine russische Matroschka. Ich weiß nicht. Wer das noch kennt, aber mit Kapuze hat man immer das Gefühl, man sieht nichts und man hört nichts. Deswegen drehe ich mich die ganze Zeit so paranoid um. Der vordere Streckenabschnitt sind noch durch andere Züge belegt aufgrund einer Signalstörung. Man soll die Bahn nicht vor dem Ankommen loben. Ich habe gerade eine richtig nette Mail bekommen. Also ich freue mich eh immer so sehr über eure ganzen lieben Nachrichten. Ehrlich, ehrlich, wirklich. Und hier hat mir eine geschrieben. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich von alleine bisher nicht auf dich aufmerksam geworden bin. Meine Oma war es. Sie musste von heute auf morgen unbedingt einen Laptop haben und lernen, damit uns umzugehen, nur damit sie deine YouTube-Videos schauen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt dankbar, dass sie mich damit angesteckt hat. Jetzt schauen Oma und ich immer zusammen und sprechen viel über dich. Das ist so cool. Vielen, vielen lieben Dank und Grüße gehen raus an euch beide. Liebe Kathi und liebe Oma von Kathi, ganz, ganz herzliche Grüße. Welcome to my Kinderzimmer. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Anstatt richtig zu ballern und zu lernen, war ich heute beim Friseur. Ich habe mich ja schon darüber beklagt, dass ich so katastrophal aussehe. Und jetzt geht's wieder so ein bisschen. Und das hier ist übrigens das T-Shirt, was mir die liebe Rosa geschenkt hat. Rosa kenne ich von einem Auftritt in Dresden. Und ich freue mich mega, weil ich wer überhaupt nicht denken kann, was es potenziell ist. Und es ist schon mal richtig schön verpackt, also so golden. Erstmal Kaffee und ihr seid jetzt dabei. Und da steht, ich wurde fair hergestellt und möchte Liebe verschenken. Mega cool, ich habe gar nicht damit gerechnet. Danke, Rosa. Ah! Ist da noch was drin? Alter, ich werde überschüttet. Badeherzen mit Granatapfelduft und da steht, entspann dich und nimm dir Zeit für dich. Jetzt öffne ich noch den Brief und das ist die liebe Rosa und das bin ich hier hinten mit der Frauenkirche. First time together. Oh, ich lese es euch vor, ja?
Meine liebe Jana, auch wenn wir uns erst einmal getroffen haben, ich finde dich spitze. Das ist ein tolles Wort. Und du warst mir vom ersten Moment an sympathisch. Du bist eine wunderbare Frau und inspirierende Königstochter. Dankeschön. Du leistest so viel und Gott freut sich Tag für Tag mehr darüber. Ich erinnere mich sehr gern zurück an unsere gemeinsame Zeit und wenn ich dann unser Video sehe, dann bin ich total happy. Danke für diese Erinnerung. Herzlich, deine Rosa. Mega schön. Voll Hammer. Vielen, vielen Dank, Rosa. So schön. Das ist schön, was sie mir geschenkt hat. Und für mich geht's jetzt schlafen. Morgen ist Samstag und da ruft es mich wieder, oh Wunder, an den Schreibtisch. Freunde, obwohl ich heute lange geschlafen habe und gefrühstückt habe, bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen mit den Sachen. Also ich habe noch immer so 20 Minuten von einer Vorlesung offen. Die habe ich jetzt nicht mehr geschafft, aber ich wollte mich noch ein bisschen fertig machen. Dachte ich mir, ich nutze mal die Chance, mich ein bisschen schöner zu machen, meine Haare zu glätten. Das habt ihr, glaube ich, noch nie so bei mir gesehen im Real Life. Wir sind auf dem Weg, das Basketballspiel von meinem Bruder anzugucken. Das ist irgendwie bei uns fast immer so, also nicht immer, aber es ist schon so ein Familienausflug irgendwie so, ne? Schon so, ja, wir gehen jetzt in das Spiel gucken, also keine Ahnung. Ja, es sind starke Gegner, die sind auf jeden Fall in der Tabelle weiter höher gelistet. Und ich muss sagen, es ist mir jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin Feuer und Flammen und es interessiert mich mega, aber es macht irgendwie schon Spaß. Also es ist schon so ein Erlebnis, sag ich jetzt mal so. So, Leutchen, die ganze Crew ist hier versammelt. Ich sage ja, das ist immer ein Familienausflug. Janine. Uwe. Genau, und wir beobachten das Spiel, es ist tatsächlich schon losgegangen. Und wir sitzen auch günstigerweise direkt neben den Trommeln. Also hiernach haben wir einen Gehörschaden. Die haben einen Vorsprung von 13 Punkten gerade. Wir sind wie immer natürlich auch unzufrieden mit den Schiris, aber es ist immer, nicht, ist immer so. Ja. Ja. Okay, die anderen sind jetzt mit einem Punkt dran und es ist noch eine Minute. Der muss den jetzt machen. Komm! Drei Punkte vorne. Mach zu! Yes! Yes! Mir ist schlecht. Ich muss sagen, es war gut vom Schreibtisch aufzustehen. Für so ein bisschen Adrenalin. Treff diese Bälle jetzt einfach. Spannendes Spiel, zum Glück gewonnen. Der Danny hat richtig gut gespielt. Aloha, People. Ich war heute irgendwie nicht besonders produktiv, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, ich habe einfach keinen Bock zu lernen. Jetzt machen wir uns auf und gehen als Familie essen, weil der Opa 82 wurde heute. Oder wird? Ist? Ich. Ab heute ist er 82. Übrigens, das im Hintergrund, das ist unser Treppenhaus. Und das hat der Papa alles selbst gemacht. Koblenz of You. So, das Geburtstagskind. 82 Jahre. Yeah. Wie viel haben wir noch vor? Noch so 15. Ungefähr, ne? 80 ist ja Gott will. Wie Gott will, ne? Ja. Ich sag immer, wir haben Großes vor. Wir müssen uns fit und vital halten. Viel Zwiebeln essen, viel Knoblauch. Ist das das Geheimnis für ein langes Leben? Yeah. Ja. Zwiebeln und Knoblauch. Noch, noch irgendwelche Ergänzungen? Noch irgendwas? Schach? Der Danny lernt das ja jetzt gerade, ne? Der Danny lernt, aber meine... Mit der Ausbildung fertig wird. Ich zeige euch unsere Gesellschaft, unsere Festgesellschaft. Sehr gut. Uwe? Also. Junge Dinge, liebe Opa, junge Dinge, liebe Opa. Schön. So, zu ganz später Stunde habe ich mich mit meinem Bruder her noch aufgemacht ins neue Fährhaus in Koblenz. Wir haben uns ein bisschen schick gemacht. Ist hier ein neues Hotel. Und wir chillen gemacht, ich sehe immer so aus. Ja, das hat sie gar nicht so richtig gesagt. Ich nicht, wie ihr wisst. Und genau, wir sitzen jetzt hier in der Bar und genießen unseren ersten Rotwein im Fährhaus. Also meinen ersten Rotwein im Fährhaus. Das ist einmal Anschluss noch, Uwe.
Okay. Einmal anstoßen, auch für die Cam. Auch für die Cam.